In Heimerau bei Rosi Behringer ist auch zu Gast Hans-Peter Diebke. Du kommst aus Bad Wurzach und du machst Klangheilung, hast du mir gesagt. Klangheilung, was fällt, oder beschreibe einfach das Aufgabengebiet, was du abdeckst. Ja, Heilung ist ein weiter Begriff. Unter Heilung verstehe ich es eigentlich nicht direkt. Für mich ist das, was ich mit den Klängen mache, im Prinzip die Menschen wieder zu dem zurückzuführen, was in ihnen ist. Das ist auch so mein eigentliches Anliegen. Also einerseits ist das mit Wohlklang, was ich dort tue, eben Menschen wieder über Klänge in ihre eigene Mitte zu bringen, in ihre eigene Harmonie, ihre eigene Stimme in sich zu spüren und da quasi einen energetischen Ausgleich zu schaffen. Und das andere, was mir sehr am Herzen liegt, ist eben über verschiedene Ausbildungen den eigenen Zugang wieder, so wie das ja die Rosi auch macht, zu ihrer eigenen Heilenergie ihnen zu zeigen, indem ich eben vielen Menschen wieder das Gefühl gebe, sie können mit Instrumenten Klänge erzeugen, die ihnen und anderen gut tun. Das habe ich dann irgendwann mal angefangen, nach einer neo-schamanischen Ausbildung über Andreas Krüger mit der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin, wo ich dann gemerkt habe, die ursprünglichsten Instrumente aller indigenen Heiler sind die Rassel, der Blutkreislauf der Mutter und die Rahmentrommel, der Herzschlag der Mutter. Und damit lässt sich jeder Mensch im Grunde genommen auch wieder zur Ruhe und zu seiner eigenen Mitte bringen. Und dann gibt es eine Vielzahl von Instrumenten, die eben jeder spielen kann. Und das ist eben so dieses Anliegen, den Menschen das Gefühl zu geben, ich brauche jetzt hier keine Blockflöte, wo ich Noten lernen muss, wo es im Zweifel eben auch schräg klingt, sondern es gibt so viele pentatonische Instrumente insbesondere, oder wie diese Engelharfe, die nehme ich in die Hand und ich kann sie spielen und das klingt immer gut. Und es tut mir gut und es tut eben denjenigen gut, den ich damit diese Klänge schenken darf. Und das sind so meine Hauptanliegen. Dazu kommen dann eben noch, ja, neben Klängen arbeite ich noch mit Mineralien, mit Steinkreisen, intuitives Bogenschießen. Da sind dann mit der Zeit ganz verschiedene Sachen dazugekommen, wo mein Fokus dann eben sehr darauf liegt. Andreas Krüger sagt immer so schön, die Erben der Zukunft, die Kinder wieder eben in ihre eigene Kraft zu bringen, die ihnen eben durch die Erziehung in großen Teil oder gerade jetzt durch die C-Zeit abhandengekommen ist, ihnen eben zu zeigen, sie haben einen Wert und das, was sie tun, was sie sehen, was sie wahrnehmen, was ihnen dann gerne mal ausgeredet wird, das ist existent. Daran dürfen sie trotzdem glauben, auch wenn es eben vielerorts heißt, es gibt es gar nicht und es darf nicht sein. Kurze Frage, diesen Weg, den du da jetzt beschrieben hast, das, was du machst, machst du das eigentlich schon direkt nachdem du mit der Schule fertig warst? Oder hast du eine ganz andere Art der Arbeit gemacht und es gab irgendeinen bestimmten Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, das Alte bleibt das Alte und ich mache jetzt was ganz Neues? Ja, im Grunde genommen, ich habe 40 Jahre bei einer Landesbank gearbeitet im Unternehmenskreditgeschäft. Und ich bin dann durch so einen Wechselfall des Lebens, durch die Trennung von einer früheren Partnerin, relativ allein dagestanden und habe dann über jemanden, den ich über eine Freizeitgruppe kennengelernt habe, im Grunde zu den Klängen gekommen. Ich habe dann Didgeridoo-Spielen angefangen, habe dann den Spaß daran gefunden, mit solchen Instrumenten auch in der Kirche zu spielen. Das war immer mein Traum, Zugang zu einer Kirche zu haben, weil da die Akustik besonders ist. Da klingen diese Instrumente einfach nochmal ganz besonders. Und ja, mir hat dann ein Australier mal beim Didgeridoo-Bauen gesagt, träume groß und rede drüber. Du wirst immer Menschen finden, mit denen dann dieser Traum möglich ist. Und ja, diesem Gedanken folgend habe ich dann eben mit verschiedenen Menschen über diesen Traum gesprochen und daraus hat sich dann ein Projekt entwickelt, was uns am Herzen liegt. Mittlerweile ein Verein, der sich sozial engagiert, der viel Geld für ein Projekt bei einer Kinderkrebsstation, wo die Kinder daheim betreut werden können, eingebracht hat. Und dadurch habe ich eben Klänge kennengelernt. Ich habe dann eine Ausbildung in Klangtherapie und Klangpädagogik geschenkt bekommen quasi. Das fing alles vor 12 Jahren an und daraus ist dann Netzwerken entstanden. Und je mehr Menschen man kennengelernt hat, wie auch Rosi eben, desto bunter ist das ganze Sammelsurium geworden, das sich da eben jetzt mittlerweile zusammengefunden hat. Und es gibt so viele Methoden oder viele Werkzeuge, sage ich immer,
mit dem man diesen Prozess unterstützen kann, wo man merkt, das tut mir gut. Und letzten Endes geht es ja nur darum, den Menschen diese Werkzeuge wieder nahezubringen, wie sie sich selbst und anderen gut tun können. Mein Schlagwort ist immer, am Ende kommt es nur darauf an, sich gegenseitig gut zu tun. Und das ist der Schlüssel. Dankbarkeit, Wertschätzung dem anderen gegenüber und so eine gewisse Demut eben allem gegenüber, weil ich es auch überhaupt nicht mag, wenn jemand versucht, sich über andere zu stellen. Ich verstehe mich nur als Kanal, ich gebe das weiter, was mir geschenkt wird und das ist es. Ich nehme mich da jetzt nicht besonders wichtig, sondern ich versuche nur, die anderen zu animieren, eben genau das Gleiche zu machen. Ich habe mich hier mal rumgeschaut in dem Raum bei der Rosi. Es liegen hier jede Menge Instrumente da. Hier ist so eine Engelharfe, nannte sich Ja, das. genau. Ich sehe da auch Klangschalen. Was ist eigentlich das Besondere an diesen riesengroßen Klangschalen? Ja, das Besondere an den Fußschalen ist insbesondere, dass sie in einem Arbeitsgang über die Fußreflexzonen ganzheitlich wirken. Also ich habe eine Ausbildung über den Thomas Kühne auch gemacht in Phonophorese. Das ist die Arbeit mit Stimmgabeln, wo man quasi jeden einzelnen Energiekanal, jede Energiebahn separat mit einer Stimmgabel zum Schwingen bringt und den Durchgang schafft. Irgendwann habe ich dann eben gelernt, dass wenn man in so einer großen Klangschale steht, mit beiden Füßen über die Fußreflexzonen diese Anregung durch die Fußreflexzonen eben in die Energiebahn, in den ganzen Körper gehen. Und wenn man dann eben die Schale so lange anschlägt, bis man den Klang wirklich bis in den Kopf spürt, dann macht es alle Energiebahnen frei, es bringt den Stoffwechsel in Schwung und es sorgt dafür, dass ich mich insgesamt wohler fühle. Und was mir dann halt aufgefallen ist mit der Zeit, war auch, dass eben viele mir dann berichtet haben, ja, es haben sich ihre Ausscheidungen verändert. Die hatten dann erstmal Bedenken, was das jetzt sein könnte und haben dann eben auch Blutuntersuchungen machen lassen, haben eben gemerkt, ihr Stoffwechsel kam in Schwung. Es hat einfach auch diese ganze Verunreinigung, den ganzen anderen Dreck, den Ballast rausgespült. Und das war dann für mich so der Schlüssel, das eben auch für Kinder anzubieten. Hab's dann eben bei Schulen angefangen, habe dann die Rückmeldung bekommen, dass die Kinder einfach ruhiger werden, sich besser konzentrieren können, bessere Leistungen haben. Das hat mich dann animiert, mit eben hyperaktiven Kindern auch mehr zu arbeiten. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten, mit Handicap. Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten dafür. Und gerade die Kinder mit Handicap liegen mir sehr am Herzen. Oder auch Senioren, weil Okay, und für die die ist gehen ein auch besonderes Geschenk. besonders drauf ein, auf wahrscheinlich diese Art und Weise der Behandlung, oder? Ja, im Grunde genommen sind gerade auch Senioren sehr empfänglich, weil sie einfach diese Klänge wahrnehmen und da ist dann der Kopf nicht dabei. Da tritt der Kopf und das Denken in den Hintergrund, sondern sie empfinden es einfach. Und dann passieren eben auch so viele Prozesse. Ich verweise da auch immer gerne an Vorträge von Wolfgang Saus, der eben auch nachweisen kann, dass die rechte und die linke Gehirnhälfte in Einklang kommen können über Klänge, gerade bei ihm über Obertöne, dass die Zirbeldrüse aktiviert werden kann, dass wirklich Prozesse im Körper passieren, die auch nachweisbar sind. Und das ist so dieser Zauber der Klänge, der gerne mal unterschätzt wird. Und wenn man es eben am eigenen Körper spürt, dann ist das einfach ein Riesengeschenk. Und darum geht mir es, das weiterzugeben. Ja gut, wenn man so in die Geschichte schaut, Musik war eigentlich immer Bestandteil aller Generationen, aller Bevölkerungsschichten Ja. bis ganz weit zurück. Ja, vor allem eben auch diese ganzen indigenen Völker, die Heiler arbeiten immer auch mit Klang, sei es durch ihre Stimme, sei es eben durch Rassel oder Rahmentrommel. Das sind ja eben auch die beliebtesten Instrumente bei den meisten indigenen Völkern. Und letzten Endes ist das nur die Körpererinnerung wieder. Zurückkommen zu den Klängen, die ich schon im Körper wahrgenommen habe. Das ist auch was, was ich gerne mache. Kinder vorgeburtlich im Mutterleib bereits an einen Klang zu gewöhnen. Und diese Kinder lassen sich dann später auch mit den Klängen wesentlich leichter beruhigen. Das kann man auch feststellen, es gibt so wunderschöne Videos, wo dann eben Säuglinge, wenn sie schreien, mit einer Klangschale leicht beruhigt werden können. Wenn man so keine, wenn es nicht Hunger oder Durst oder sonst Schmerz ist, dann lassen sich die Kinder eben mit diesen Klängen sehr leicht wieder beruhigen und kommen einfach zur Ruhe und schlafen ein. Weil sie es wahrscheinlich vorher aus dem Mutterleib schon erfahren haben. Entweder so oder weil einfach diese Frequenzen harmonierend auf das Gesamtsystem wirken. Du hast eben deine Engelsharfe angesprochen.
Könntest du uns mal ein paar Töne Ja, dieser klar. Harfe entlocken? Das wäre vielleicht Das spannend. ist auch ein ganz neues Instrument, das ich jetzt hier in Salzburg beim Franz Bauer jetzt heute erst geholt habe. Und ich liebe diese Klänge und ich liebe vor allem diesen Instrumentenbau, weil er mit einer unheimlichen Liebe edelste Hölzer verarbeitet und ja, man spürt einfach auch seine Inbrunst mit in diese Instrumente baut im Klang. Damit kann man wunderbar Senioren und Kinder in den Schlaf spielen. Also wenn ich Klangmeditation, Klangreisen mache, passiert es auch sehr oft, dass die Leute einfach einschlafen, weil sie eben zur Ruhe kommen. Das sind sehr beruhigende Ja, Töne. genau. Und es Ja. ist einfach, es kann jeder spielen. Das heißt also, jeder könnte diesem Gerät Töne entlocken. Richtig, genau. Gut. Selbst Harfe kann jeder auch intuitiv spielen. Das war Teil meiner Ausbildung, die ich damals genossen habe. Es gibt bestimmte Griffe, wenn man dann eben so Akkorde insbesondere verwendet, die miteinander harmonisch klingen, kommt man relativ leicht ins Improvisieren ran. Und das ist auch was, was ich eben sehr gerne mit Kindern mache. Intuitive Musik, wo die Instrumente ausprobieren können, wo sie merken, boah, ich kann diesem Instrument Töne entlocken, ohne dass ich jetzt Noten können muss. Und das ist so der Zauber eben dabei. So, gleich haben wir ja noch was Spannendes vor. Wir wollen mit der Rosi noch eine Heilmeditation machen, die du auch mit deinen Instrumenten begleiten wolltest, so wie ich das verstanden habe. Genau. Dann werden wir ja wahrscheinlich noch viel mehr dieser Auswahl von Musikinstrumenten hören können. Ja, das ist immer ganz spannend. Wir haben das eben mal angefangen, weil ja, es bot sich einfach an, dass ich Instrumente mitbringe. Und ich arbeite eben auch mit verschiedenen Heilpraktikern, Therapeuten zusammen, Aufstellungsarbeit. Es passt überall. Und ja, deswegen haben wir das eben auch mal mit ihren Meditationen angefangen. Und es ist immer etwas Unterstützendes, weil es die Energie in den Raum hält. Es kanalisiert die Energie und hält auch diese Energie. Und das Schöne ist, ich entscheide nicht vorher, welche Instrumente ich spiele. Ich bringe einfach welche mit und es kann sein, von 10 Instrumenten, dass ich bloß zwei, drei spiele, was halt gerade zu der Energie passt, die im Raum ist. Also da Okay. ist kein Plan dabei. Dann danke ich für die Erklärungen. Ich danke Sehr euch spannend. Habe ich auch für nicht die so gewusst, Einladung. dass man, ja gut, ich meine, Töne sind immer angenehm, aber dass man da so ein breites Spektrum mit abdecken kann. Na. Das ist sehr spannend. Danke euch.